Damit begrüße ich euch recht herzlich zu Dead by Daylight zurück mit der lieben Mac alias Erna Mischke und wir haben diesmal direkt eine Lobby gestartet, wie versprochen, um euch mehr Spiel zu zeigen. Heute geht es darum, die liebe Mac mal ihr Ziel weiterzubringen am Prestige 1. Ich denke, wir werden heute viel auf Geist treffen und daher die Taschenlampe gleich instant gezückt. Und die Perks können wir uns nochmal gerne angucken, weil die werden da vorne... Ich habe Opfergabe mal Azuras Schlüssel, Azaroras, Azaboras Schlüssel. Das ist einfach diese Schlüssel von der Tankstelle da, wo die Schrottplatz ist, ne? 100%ige Chance, denke ich mal, dass wir den kriegen jetzt auch. Und Saboteur, ist klar, Boost. So wie... Ich glaube, wir haben diesmal Ding Leichtigkeit drinne. Der spezielle athletische Skill von Mac, beziehungsweise Erna jetzt, dass sie 30% Radius weniger laut ist. Also wenn ich jetzt mit Sprint über Hindernisse springe, dass er es noch weniger hört. Das geht bis zu 100. Ich will da jetzt nicht falsch liegen wieder. Aber ich denke 30, 60 oder 30... 50%, ich glaube nicht 100%, dann könntest du den ganzen Tag über die Map. Ich glaube 30, 50 und 75% Radius eingeschränkt. Hörradius für unseren Killer. Oh Mac. Immer zuerst mal hinten rumlaufen, gucken, horchen. Da wird schon gearbeitet, da gehen wir hin. Die harben Bärte, da gehen wir hin. Hey, Jaco! Ich kaufe dir, mein Freund. Also, wir haben Hillbilly, unser Lieblingskiller, quasi. Und der wird sich nicht freuen, dass diese Karte da ist. Wieder einmal helfen wir ihnen. Das ist eigentlich keine gute Position für Mac hier. Aber es ist nur die letzte und deswegen können wir die 0 einnehmen. Weil wenn der Geist jetzt hier steht, könnt ihr da sehr wenig rauskommen irgendwie. Da wird er ihn campen, denke ich mal. Er steht da hinten. Seht ihr ihn? Am Bus steht er. Jetzt hat er gerade hochgerissen die Arme und verlustiert sich an ihr. Was? Jetzt hat er uns gesehen. Ja, ja. Ja. Schön doof gelaufen gerade. Ist ja richtig blöd gelaufen, ey. Das regt mich jetzt auf. Der Typ ist da wirklich hingegangen. Und er muss ihn natürlich abkämpfen, weil der Hillbilly hier auf dieser Map einfach nur diese Chance hat zu gewinnen. Ich will den aber runterholen und der soll sich jetzt bitte nicht töten lassen. Nein, tu es nicht. Halte, halte, halte.
Halte. Ja, ich bin weg. Scheiße. Doch einer der Angstkiller von mir, also. Aber Mac ist schön klein. Mac ist schön klein, genau wie Claudette, die ist auch schön klein. Die anderen sind größer. Die Männer. Oh fuck, der hat garantiert Krähen drin. Gut, da hinten haben wir alle angemacht, das ist das Problem. Wir werden uns mal dahin wagen. Gut. Letzte. Halt ihn ein bisschen auf. Halte ihn auf ein bisschen. Halte ihn ein bisschen auf. Nur ein bisschen. Wir müssen es schaffen. Oh, scheiße, er hat ihn erwischt. Komm, 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 wir müssen ihn unter Druck setzen, indem wir die Tore öffnen. Ins Gesicht quasi, weil... Ich kann dich nicht retten, komm, dann sind wir beide im Arsch. Auf dem Hügel auch noch. Wow, das ist richtig fies, die Runde ist richtig fies gerade. So übertrieben fies. Er muss kommen. Wodan muss leider jetzt Ego spielen. Er kann nur ihn noch abcampen. Oder jetzt herkommen. Also entweder will er beide oder einen noch zur Sicherheit. Das ist jetzt gerade das Spielchen zwischen... Er ist tot. Er hat sich... Wir gehen raus. Wir haben gewonnen, GG. Aber ein dreckiger Sieg, finde ich. Aber gegen meinen Angstgegner quasi, Hillbilly. Das ist natürlich schon mal einen schönen Pimp gekriegt. Rang 17, geil. Kommen wir unseren Rang 16 näher. Aber je näher wir den Rang 16 kommen, umso schwieriger werden auch die Spiele. Nicht vergessen. Aber irgendwie war die Taschenlampe jetzt genauso wichtig wie eine Sandlieferung in... Schwierige Vergleiche. Verringert die Einheiten. Wir haben keine Einheiten. Wir haben nur erhöhte leicht Heilungsgeschwindigkeit. Ist gut. Leicht Heilungs... Schwierigkeiten. Wenn ich die Spritze mit... Na komm. Blutungsstillungsmittel. Und zwar, die hier Sofortheilung einer Gesundheitsstufe bei sekundärer Handlung. So. Ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden, wie die sekundärere Handlung ist. Ganz ehrlich. Die müsste ja unten eigentlich angezeigt werden, ne? Hier auf dem Bildschirmrand. Ja. Keine Ahnung. Ich habe bis jetzt immer... Die Dinger stapeln sich wohl immer, also die Spritze und diese Blutungsstillungsmittel. Aber ich habe aber gedacht, das ist für die Leute, die auf dem Boden... Ja genau, eine Mac ist glaube ich zu viel in dem Spiel, oder? Ein, zwei Leute haben was bemerkt. Was, wisst ihr was, dann nehmen wir einfach mal... Just for fun... ...unseren guten alten Freund wieder mit, ja? So, ein, zwei Leute kennen ihn. Jetzt hat er es zugemacht, ich wusste es. Wenn ihr das macht, dann ist das so definitiv gleich zu. Glaubt mir. Okay, wir machen es nicht mehr. Wenn du mit Prestige irgendeinen Spieler reingehst und am gewissen Rang,
Stufe, dann macht der Killer dicht. Ja, wenn er sieht nur, oh, scheiße, Pastiche, der hat garantiert. Und jetzt nimmt er auch noch den Koffer mit rein. Also wenn du jemanden Troll willst, machst du das Spielchen den ganzen Tag. Ja, bringt dir nichts. Willst du auch irgendwann mal spielen, ne? Ja, ne? Ne? Blue Jake Park. Mein Name ist Blue Jake Park. Und das ist die Story. Okay. Sehr früh morgens für mich. Weil ich heute noch einiges vorhabe. Also es ist derselbe Tag wahrscheinlich, wie es wieder rauskommt. Nee, Quatsch. Ich habe noch eine Folge auf dem Kasten. Und zwar es kommt heute die Hillbilly-Folge. Spiel ich wieder Killer. Also wenn ihr das jetzt natürlich seht, habt ihr entweder die Folge schon gesehen, weil ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die die Serie mögen, das Let's Play-Serie, alle Folgen auch angucken. Dafür erstmal vielen Dank. Echt geile Community. Freut mich. Habe ich alles Minias Hirnschnutzzeug und Jack Fleischer mal und Serendipity zu verdanken, die damals mächtig die Werbetrommel gerührt haben. Das ist mir immer sehr peinlich. Aber machen andere auch und die pellen sich ein Ei drauf, auf gut Deutsch gesagt, ne? Gut, eine große Familie, also fühle mich echt hier wohl in der Community. Alle freundlich und lustig vor allen Dingen, ist es immer oft. So, wen haben wir denn überhaupt? Bevor ich anfange hier rumzudrehen, ich denke Geist. Schlägt auf den Stein ein. Wir haben alles richtig gemacht. Es war keine Sekunde zu spät loszulaufen, weil er hat gerade woanders hingeguckt. Und jetzt gehen die Spuren gerade weg. Mac hat alles richtig gemacht, gerade in dem Moment. Und ich wusste nicht, ob jetzt Geist oder Hillbilly wiederkommt. In dem Moment war es jetzt aber. Und die Szene, dass er die Machete auf den Stein geschlagen hat, war jetzt auch gerade. Alles richtig gemacht. Er war stinksauer. Ihr könnt jetzt wieder aufhören. Ich muss nämlich auch noch was machen hier. Alles richtig gemacht bis jetzt. Finde ich gut. Macht Spaß dann. Das Spiel macht dann Spaß. Natürlich ist es sich wieder sehr, sehr leicht, sich in den Killer reinzuversetzen, weil das. Weil du siehst als Killer manchmal nichts vor lauter Bäumen im Wald, wie hier siehst du. Ich habe mir ein paar letztens beim Thumbnail suchen, weil ich nehme immer aus der Serie raus, dann gucke ich mal auf meine Platte, auf das Video an nochmal. Habe ich gesehen, wie oft ich in der letzten Folge als Killer den Survivor nicht gesehen habe. Im Bildrand immer unten zu sehen. Müsst ihr mal drauf achten, wie oft ich an ihn vorbeigelatscht bin. Und ich wusste, er ist da, weil das Geflüster war ja da, ne? Aber wir rennen jetzt erstmal schön weit weg. Jemand hat was entschärft. Ach du Scheiße, stimmt. Gott sei Dank habe ich das jetzt gerade gehört. Hier gibt es ja noch Fallen, ne? Die wir auch achten müssen. Einen Haken noch wegnehmen. Haben wir noch 1000 Punkte dazu gekriegt. Hauptsache nicht absteigen, sage ich immer. Jetzt wird er kommen. Kann sein, dass er jetzt kommt, weil ich habe einmal den Skillcheck knapp verfehlt gerade. Kann durchaus sein, dass er jetzt herrennt. Scheint, er hat viel zu tun gerade. Ja, da ist jemand. Wollen wir ihn retten? Wir retten ihn.
Da ist er. Sie hat es noch geschafft. Sie hat es noch geschafft, da hinten rennt sie. Er ist noch da unten. Scheiße, Mann. Ziemlich doof gerade. Ziemlich doof gelaufen. Er hat mich auch gesehen, vor allem nicht. Bitte, 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 bitte. Ich möchte gerne helfen. Mach den scheiß Haken weg hier. Tschüss, Haken. Das wird mich jetzt ankotzen. Oh, Backe. Also das Spiel heute ist... Entweder man hat wahnsinnig viel Glück. Entschuldigung. Oder die Stimme ist weg. Also als Trapper entweder man kann ihn spielen, das ist jetzt nicht böse gemeint oder arrogant gemeint, aber der ist sehr speziell, Trapper. Man muss auf vieles achten, zum Beispiel auf seine Haken, was er nicht gemacht hat, auf seine Fallen, was er gemacht hat. Und die Map mit Nebel ist für ihn eigentlich 80% Gewinn. 80% Gewinn. Wir haben gleich Sprintboost drin, keine Angst. Nö, habe ich keine Angst jetzt. Mit Sprintboost drin. Ist er. Da läuft er. Er hat mich schon verloren. Da ist er. Den gesehen? Das wäre damals nicht passiert, da wäre ich total ausgeflippt und hätte wieder alle Paletten umgeworfen, aber jetzt hat man nach einer Zeit eine gewisse, ja, wirklich Desensibilisierung, kann man sagen. Keine Angst mehr. Das ist ein bisschen traurig, weil es fehlt hier schon ein bisschen den Respekt auch und ja, das Kribbeln. Kribbeln ist immer noch da. Natürlich, wenn er direkt hinter mir steht auf einmal und ich mich erschrecke, ist immer noch da. Also, es ist immer noch ein respektabler Gegner, aber es ist, je öfter man das Spiel spielt, ein bisschen schade drum, finde ich. Deswegen finde ich gut, dass jetzt die weiblichen Krankenschwestern-Mörder reingebaut haben. Weiblicher Killer, das ist... also ich bin kein Horror-Fan, Film-Fan. Kann man so sagen, ne? Ja. Absolut nicht. Und wir werden auch hier niemanden zurücklassen. Eigentlich... Kamerad, der auch anscheinend mit aufnimmt. Und der gekämpft wird hart. Richtig hart wird er gekämpft, gerade von unserem Freund hier. Camp ihn noch mehr, bitte. Das ist natürlich, habt ihr es gesehen? Das ist so erbärmlich. Ich wünsche mir, er wird jetzt immer schlecht behandelt von den Leuten. Immer. Tut mir jetzt echt leid für die. Ich musste mich aber heilen, weil es geht immer vor. Euer Leben geht vor. Weil jetzt könnt ihr viel mehr selber helfen. Da ist ja noch jemand. Warum hast du denn jetzt nicht geholfen, dumme Nuss?
schön die Spuren verwischen. Habt ihr gesehen? Einmal im Kreis gelaufen. Jetzt hat er sehr, sehr viele Spuren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt die falsche Spur nimmt, ist höher. Es sind 3 Leute gerade geflüchtet. Puh, und da geht mir auch noch die Pumpe. Also bei solchen Markheilsiegen. Und da ist die Hedge, oh Gott, es ist mein Glückstag. What the fuck? GG, Wunder, GG. Und Erna Mischke, GG. Nice, sehr, sehr nice. Wenn es euch gefallen hat, weil 21 Minuten, ne? Dann lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das wäre echt schön. Und natürlich ein Däumchen nach oben, würde mich freuen. Einen schönen Tag noch, tschüssi.